Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hogwarts Legacy. Ich bin mal hergegangen und habe mein Outfit angepasst. Und dabei habe ich diesen geilen Mantel gefunden. Da mit den Totenschädel drauf. Das gefällt mir. Ich glaube, so werden wir erstmal rumlaufen. Ein bisschen auf der dunklen Seite der Macht. So. Und wir machen weiter mit der Kampagne. Da vorne ist der Kartenraum. Hallo, bin mal wieder da. Willkommen zurück. Danke. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Cool. Wird das dann genauso aussehen wie im Film? Und wenn wir diese geile Treppe hochgehen? Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Okay, musst du dich aktualisieren? Na? Nicht? Ah, jetzt. Also, Karte. Schnellreisen. Professor Fig. Machen wir den hier. Das sollte nah genug sein. Revelio kann manchmal helfen, die Lösung schwieriger magischer Rätsel zu enthüllen. Das ist wohl wahr. Das würde Scribner wohl kaum zulassen. So. Einmal runter, wir sind zu hoch. Ah, da rein. Ah, jetzt. Hallo, Professor, ich habe News. Okay. Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne Scrope, aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird. Er ist den Blacks gegenüber sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln?
Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen ja Schule das cool. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Geht ein bisschen komisch. Werden wir jetzt auch anders gegrüßt und so? Hey, ich bin der Direktor. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Ziemlich geil. Nun geht es darum, welcher Schüler. Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Das kann der Schulleiter wollen. Es ist so geil. Okay, es ist nicht mehr allzu weit. Schick. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Er geht voll da rein, ne? Wie geht es Ihnen, Sir? Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Professor, auf ein Wort? Okay. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund. So ein Unsinn. Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Ich... Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und okay. Ich habe Scrope in der Grund... Oh, scheiße. Warum wohl? Jetzt muss ich sehen, es gibt. Guten Tag, Madame Kogawa. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Wo ist er? Da hinten. Womit haben wir ihn als Schulleiter? Fast täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch das Ministerium annahm. Er steigert sich da voll rein. Da lang? Doch die große Haupthalle? Was machst denn du hier?
Okay. Cool. So ein schönes Emblem. So. Will ich hier schon mal reinlaufen so? Komm, geh auf. Hallo. Ich meine, aus dem Weg, Kinder. Oh no. Dürfte ich kurz stören? Nein. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weaving. schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Feig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Er kümmert sich um das Thema-Gelegten und ich vermisse ihn nicht. Oh, wow. Nun... Er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Feig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Feig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Dass sie da jetzt keinen Verdacht geschöpft hat, aber... Ach, man, das mit der Statue war jetzt, gell. Arbeit. Spielraum für Professor Feig? Ich werde diesen Mann nie verstehen. Ah. Das sollte Professor Feig Zeit verschaffen. Okay. Nee, ich mache jetzt aber keine Rede hier, oder? Scrobes Arbeit als sein Hauself. Und da? Das weiß Scrobe ganz... Scrobe! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrobe schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Ist das schlau? Ich hab's mir anders überlegt. Meinungen ändern sich. Du kannst es mir ruhig sagen. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrobe bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher. Oh-oh. Shit. Steh jetzt rein, erstmal mit meiner Familie. Fuck. Keine Ahnung. Vermutlich. Es ist halt so ein bisschen offensichtlich, ne? Ja, machen wir mal das. Es lautet. Stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrobe denkt, dass der Meister Scrobe testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scrobes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Da wäre noch etwas, Scrobe. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Welche Überraschung, Meister. Was soll Scrobe mit diesem Schatz, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrobe. Behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Oh. Moment. Ich kann da F drücken. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte... Achtung, Schüler! Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den beeindruckenden Bannern von Slytherin geschmückt wird. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oh. Geil! Oh, Mann. So. Alter. Das mit dem Rülpsen ist nicht gut. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach.
Fick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun ist dem Passwort zum Wasserspeier. Ach so. Wissen wir wieder sowas. Wunderbar. Ah, Nase juckt. So. Was ist hier oben? Was bist du? Okay, keine Ahnung. Ab wieder nach unten. Ist es weit weg? Also, soll ich da lieber schnell reisen oder hinlaufen? Ich glaube, das ist hier im gleichen Gebäudeteil. Schön. Ach so, da ist die Treppe. Södele. Moinsen. Ah, halt. Wir müssen hier weiter nach oben. Müsste hier eigentlich nicht auch der Gemeinschaftsraum von Gryffindor hier sein? Oder zumindest in der Nähe? Effekthöhlen. Ach so, ja, ist wieder ein Rätsel da. Oh, oh. Alter, der Hausleiter, der darf echt weit gehen. Was ist das da? Oh. Wunderbar. Erst 3 von 25. Geht's da noch weiter? Tatsache. Schnellreisepunkt. Dankeschön. Ach, hier sind wir jetzt. Moin. Kiste. Nice. Blutrote Maske. Sehr interessant. Kommt das auch mal in einem Film vor, so ein Gang hier? Alter, da brauchst du mindestens mal 20 Minuten. Bis du vom Büro wieder unten bist zum Essen. Kommst du rein? Nee, natürlich nicht. Wer baut so viele Treppen? Cool. Wo komme ich? Oh, was? Okay. Da soll ich also noch nicht rein. Der Wasserspeier. Da ist er. Hier muss ich das Passwort sagen. Ach, hier. Nee, Moment. Okay, es brennt nicht. Es hat aber im Film anders ausgeschaut. Bin aber ziemlich sicher. Ich glaube, das war eigentlich in so einem Raum, wo da links so ein Gang weggegangen ist und rechts, meinte ich. Ja, gut. Also. Toujours pur. Rebellion. Nice. Jetzt bin ich... Lass mich rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Büro aussehen wird. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Ja, doch. Das sieht ziemlich so aus wie im Film. Der sprechende Hut. Hast du was zu sagen? Nö. Möchte ich dich aufmachen? Nein, natürlich nicht. Muss da natürlich auch. Gut, cool. Ein Säbel. Alles klar. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Oh, okay. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind.
Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Ah, das Denkardium. Das muss das Podest sein. Ja, dann lesen wir mal. Es war jetzt aber nicht sehr viel lesen. Aber okay. Nächste Prüfung. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Was ist denn das jetzt hier für ein Trip? Bin ich unsichtbar? Weiß nicht, ob die mich sehen können. Okay, wir gehen da. Du, aber schön, dass jetzt mal die Aufgabe was anderes ist, aber das ist jetzt echt nicht schlecht. Meinst du das? Das ist meine Chance. Ich komme, Neef. Oh, da sind sie. Kommen die daher? Ich muss den richtigen Moment abpassen. Vor allem, er schaut mich halt die ganze Zeit an. So, schön durchgehen. Aha, da vorne ist eine Treppe. Echt? Wo? Sehr gut, runter. Der Tod. Doch. Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Oh oh. Schnell, hoch da. Ja, und jetzt? Quere die Stadt, ohne gesehen zu werden. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hä? Ach so. I see. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neef wohl steckt. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Okay. Ich denke, ich hab's geschafft. Alter, so viele Gegner. Normalerweise würde ich da voll durchheizen. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Ja, jedes Mal, wenn sie sich umdrehen, vermute ich mal. Andererseits, der Typ da dreht sich irgendwie nie um. Aber ich musste... Ah, doch. Gut. Und weiter geht's.
Hallo, Tod. Siehst du mich? Gehst du wieder weg? Du wärst eigentlich kurz Thumbnail. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Oh. Ja, praktisch. Danke fürs Tür aufmachen. Verschlossen. Was ist das? Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Mega Powertrank, den ich nicht aufnehmen kann. Was sind eure Muster? So kann ich nicht vorbei. Das ist meine Chance. Nice. Geschafft. Geht es weiter? Warum bin ich jetzt wieder sichtbar? Oder ist das einfach schon das Ende? Mysteriöser Umhang. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Ja, weil das vermutlich der ganz spezielle Umhang ist. Aber grundsätzlich schon sehr praktisch. Moment, kann ich da jetzt einfach durchgehen? Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Ah, bin ich gar nicht. Ja gut, easy going. Ciao, Jungs. Viel Spaß da noch. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Okay. Also, hat er noch gewisse Nutzungen oder was kommt jetzt? Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Oh geil, ich kann wieder kämpfen. Ja, das auch nicht. Bombarde. Okay, Moment mal, warum habe ich jetzt nur... Ich kann das nicht ändern, meine Angriffe. Okay. Na? Biked? Revelio. Oh. Ich krieg Besuch. Komm, Bade. Descendo. Komm, Bade. Wow. Das ist ja mal richtig viel Schaden. Krasser Scheiß. Thomas. Alter, da sind da noch Tiere mit dabei. Bombarde.
Nice. Alter, kann ich mal durchgehend so viel Schaden immer machen? Nice. Oh, du noch. Noch jemand? Ah ja, da. Wollen wir sehen? Nö. Ja, wobei... Ah, scheiße. Zu spät. Das sieht schlecht aus. Große Plätze in den Spielen sind immer schlecht. Ah, Big Daddy. Oh, geil. Komm, hau drauf. Komm, X. Troll des Todes. Nice. Fuck, das war jetzt nicht so gut. Alter, nein, nein, nein. Ah. Stirb jetzt endlich. Dankeschön. Da ist noch ein Troll. Willst du mich verarschen? Oder soll ich mich primär auf den Troll konzentrieren? Hopp, Xen. Nice. Fuck, was war das jetzt? Ja, nächste Welle. Noch einer? Nee. Was hast du jetzt vor? Och nee, Kinder. Nice. Fuck. Du nicht von hinten. Was ist das jetzt? Dankeschön. Bei mir gibt's aber volles Pfund aufs Maul. Es sieht jetzt nach dem Ende aus. Aber erst zweite Welt. Da wird vermutlich jetzt noch eine kommen. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Das kommt mir aber sehr bekannt vor. Sieht nicht aus wie das Relikt. Sie sind noch lange nicht fertig.
gehen sie durch die Trauernden vor ihnen. Unfassbar, dass sie tot ist. Amen. Prüfung des Steins. Sie lasst uns ihr Andenken für immer. Ohne sie ist nichts, wie es war. Oh, hallo. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Ich kann nicht gehen. Ah, jetzt. Ach, zusammen mit dir erleben wir jetzt die Erinnerung. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Schöne Statue. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Isidora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival! Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isidore. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isidore. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Das ist also in den Behältern. Diese komische Macht bestehend aus Schmerz. Und was dann vermutlich die Leute verändert, die das dann nutzen wollen. Deswegen sind dann auch alle so negativ drauf. Meine Schlussfolgerung. Was sind wir jetzt? Okay. Ja dann. Ich hätte da mal News für euch. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich war erstaunt zu sehen, dass es ihr eine Art Macht zu geben schien und dass sie sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat.
Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse? Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. So hast du ihn einmal abgefüllt. Okay, cool. Ja, dann würde ich mal sagen, mach mal wieder Nebenmissionen. So, schauen wir mal, wie sieht's denn aus? Ich würde ja gern bei Sebastian weitermachen. Sprich mit Sebastian der Krypta. Ach da. Einmal dahin bitte. Aber das war jetzt eine echt coole Prüfung. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mal wieder in diesen Höhlen da gegen die Statuen da kämpfen. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Okay, aber Krypta? Wahnsinn. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Wird nicht gut enden. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ja, du hast gerade vorher was geschickt. Aufträge. Kleine Kind. Wilderer. Hä? Das ist ja besser, also das ist okay. Dann würde ich sagen, ich sollte mit Poppy sprechen, mal herauszufinden, warum sie plötzlich verschwunden ist, nachdem wir das Drachenei zurückgebracht haben. Ja gut, machen wir das mal schnell. Wo bist denn du? Ah, Hogwarts. Draußen. Wieder raus an die frische Luft.
So, Udele, wo bist du denn? Ah, ich bin faul. Am gleichen Ort wieder. Moin. Ein Glück, dir geht's gut. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Toll, und die müssen wir jetzt retten, oder? Aber erstmal, was ist ein Schnatzer? Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Okay. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Hey, Merlin Spart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Ja, ist eigentlich nicht mal so eine schlechte Idee. Sonst sind vielleicht zu fein... Nee, das glaube ich nicht. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Lass mich raten, du schickst mir eine Eule. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Ich hab's doch gewusst. Okay. Ja, dann bleibt ja jetzt eh nur noch die Hauptsache mit Sebastian, außer halt noch die anderen Nebensachen. Verlorenes Kind. Dürfte ich noch mit Nettie. Warum? Oh, scheiße. Im Schatten des Berges trifft Sebastian an der Südküste. Ich habe die Zacks vor. Okay. Ich würde mal sagen, das war's erstmal für diese Episode. Muss ich aber trotzdem nochmal schauen, ob Sebastian an der Südküste wird mir das anzeigt. Weltkarte. Ah, da. Ist aber gesperrt. Ja. Stufe 24. Na gut, dann werde ich halt noch ein bisschen Nebenquesten. Und dann schauen, wenn wir die Level 24 sind, dann geht's weiter. Cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.